Moin, Zane, und willkommen zurück zu Mario Kart 8 Gold Challenge. Ja, die Franzosen verabschieden sich gerade, das ist schön. Was war das denn eben für ein Spiel? Habt ihr es eben im letzten Teil gesehen, das letzte Rennen? Ja, also eigentlich dominiert wir das ganze Rennen und danach werden wir Sechster. Ja, aber das ist Mario Kart. Ich glaube, das ist, glaube ich, der meistgenannte Spruch von mir in dieser Mario Kart 8 Gold Challenge. Ja, das ist Mario Kart, weißt du? Aber es ist so. Es ist einfach so. Mario Kart ist manchmal einfach ein bisschen gemein. Und das macht das Spiel aus. Das macht das Spiel aus. Ja, ich weiß nicht. Wenn der blaue Panzer da nicht gewesen wäre, ja. Kannst du nicht so sagen. Weil, wenn du das so sagst, so von wegen, ja, wenn der blaue Panzer nicht gewesen, ja, dann wäre das alles anders gelaufen. Quatsch! Also, wer das meint, hat das Rennen nicht gesehen. Ist einfach, upsala, ist einfach so. Das Problem war einfach, dass der Toad einen Pilz hatte. Der Toadie hat einen Pilz gehabt. So, wir können den Windschatten von den Finnen nutzen. Weil die schon zu weit weg ist. Die hat also höheren Speed drauf als wir. Wir gehen hier lang. Ja. Aber man sieht, dass das... Wow. Okay, warum setzt sie die Tröte jetzt schon ein? Wegen dem Schutz-Item, ne? Weil sie nicht weiß, was ich habe. Obwohl, ich habe eine Banane. Ha! Tschüss. Und tschüss. So. Dafür brauchst du die Tröte mehr. Wie man das in Hamburg sagt. So, und diesmal. Gut, so wehrt man nämlich Sachen ab, mein Freund. Müssen wir einfach nur noch hier kollektiv dabei bleiben. Kollektiv dabei bleiben. So, Schutz-Item, Dankeschön. Und jetzt kann eigentlich uns wenig passieren. Ausgenommen natürlich Blitz oder so. Aber die ist auch direkt wieder am Hacken, ne? Die Fennen, die ist richtig gut. Ne? Wahrscheinlich Mario Kart schon öfter gespielt. Ist jetzt hängen geblieben? Ja, tatsächlich, die ist hängen geblieben. Wie kann das denn sein? Eieiei. Naja, eigentlich können wir... Ja, wir können es theoretisch angucken, wie sie da hängen geblieben ist. Aber... Ah, wir so arschig wollen wir nicht sein. Wenn jetzt nichts schief läuft, sollten wir das Rennen gewinnen. Das ist das erste Rennen, was wir mit Peach gewinnen. Gleich in diesem Teil. Schönes Ding. Sauber die Haare gekämmt. Gewonnen. So geht das, bitte, Leute. So geht das. Ah... Ist jetzt kurz vorm Ziel noch abgeschossen worden? Das wäre hart, ey. Nächster Ritter gewonnen. Okay. Das wäre hart gewesen, wenn die jetzt dann noch kurz vorm Ziel abgeschossen wäre, weißt du? Wo man sich so denkt, das ist doch alles nicht euer Ernst. Ja. Aber wie ich so schön sage, es ist Mario Kart. Weißt du? Das ist einfach so. Ne, du bist kurz vorm Ziel noch abgeschossen und plötzlich, tada. So. Der gelbe Wicht ist weg. Ich glaube, das war die Finne, ne? Ne, die ist da unten. Die ist da unten. Die rothaarige in dem blauen Dress. Das ist die Finne. Ja. Mal schauen, ne? So. Die Zeit, sie dreht runter. Weil der Alte sich nicht entscheiden kann. Weißt du, ich entscheide mich einfach immer auf Zufall, weil mir ist es scheißegal, mit welchem Rennen wir fahren. Mir ist es wurscht. Mir ist es wurscht, was eigentlich. Also, ich fahre alle Rennen gerne. So, jemand anders. Oh, jemand auch von YouTube ist dabei. Yeah, aus Katalonien. Einen herzlichen Gruß nach Katalonien. Von hier aus Germany, aus good old Germany. Ja, also wenn ich das Video hier poste und ich finde den bei YouTube, ich verlinke das und schreibe dann I am Peach. Smiley, weißt du? Eieiei. Aber der konnte sich eben nicht entscheiden, ne, aus Katalonien.
So. Ich glaube, dieser Trick war so gemeint, oder? Ich weiß es nicht. Wenn doch, dann bitte ein Ja, so ist er gemeint gewesen. Mit dem Abkürzen, diese Spur da an der Seite. So. Dass man hier theoretisch an den Spuren sei, an den Seitenspuren hier so rüber. Oh, ja, das ist echt. Das war schlecht. Eieiei, das war schlecht. So. Ah, okay. Er hat erwartet, dass er das. Oh, Item noch kriegen. So, Finnland wieder erster. Go, Finnland, go. So. Ah, Münze bringt nichts. Und der andere Gamer. Oh, nein! Die hat ein Item gehabt! Das habe ich nicht gesehen! Der andere, ich wollte schon sagen, der andere Gamer ist jetzt nur irgendwie auf dem vorletzten Platz. Das sieht auch nicht gut aus für ihn. Ja, wir gehen jetzt wieder außen rum. Ja, Schutzitem wäre auch sinnvoll. Boah, das war nur meine Banane. Okay, ich habe sie echt dahinter gesetzt. Echt dahinter gezemmelt. Das ist unfassbar. Nein, die hat noch. Oh Gott. Nein, ich hab nur eine Mütze. Oh Gott, ey. Weißt du, das ist das Duell, weißt du, Deutschland gegen Finnland. Ey, das ist unfassbar. Ah, die macht ein richtig gutes Rennen. Es muss man einfach mal so sehen. Die macht das richtig stark. Ja, komm. Schade, die Finnen gewinnt, aber... Mit was für einer Leistung hat die bitte gewonnen? Das ist doch, ja, das ist Profi, weißt du? Das ist ein Profi. Eieieiei. Weiß ich nicht, Freundschaftsanfrage oder so? Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Wenn es, ne? Ah, Mann. Ärgerlich, ist es ärgerlich. Weißt du, da fährst du so gut und dann, ah. Nee, der Typ, den ich meine, ist, nee, das ist gar nicht, das ist der gar nicht. Der ist gar nicht mehr dabei. Was ist das denn für ein Kack? Wie der Flo sagen würde. Das war das denn für ein Kack? Der ist gar nicht mehr dabei. Schön. Wahrscheinlich gleich am Anfang Disconnect oder so. Ja, sehr ärgerlich. Kurz einen spanischen Let's Player dabei gehabt und dann sowas. Oder er hat gleich nach dem ersten Rennen, ist er gleich woanders hin geportet worden. Oder er hat gleich einen Disconnect gehabt. Oder beides. Geportet und Disconnect. Das wäre alles merkwürdig. Naja, schade. Da kann ich mir das YouTube-Video ja gar nicht anschauen. Ich weiß außerdem gar nicht, wo der jetzt gelandet ist. Aber auf jeden Fall wissen wir, dass wir hier die Lady aus Finnland hier richtig ernst nehmen müssen. Mit ihrer Rosalina und der Raupe. Ja, den Tony Boy auch. Der ist auch richtig stark. So. Bam. Ja. Ja, genau. Ist richtig. Ist richtig. So. Nicht letzter. So. Aber der Tony Boy. Weißt du. Ja, der hält sich auch sehr weit hinten auf. Also, der wird sich auch wahrscheinlich extrem drüber ärgern, dass er so weit hinten ist. Der weiß wahrscheinlich, dass er es auch besser kann. Das läuft eben bei mir und bei ihm nicht. Weil er irgendwo hinten festhängt, ne? So, der Finnen, der kann es ja recht sein, dass wir hier die beiden, die grundsätzlich ihre Hauptkonkurrenten sind, im Mittelfeld verbunden sind. Oh, das war knapp. Ich wollte schon sagen, kriegen wir den nicht mehr. Oh, nein, da ist eine Bombe. Ei, Mann. So, blauer Panzer kann mir egal sein. Ich bin eh Sechster. Und Morten ist Erster. Nicht unsere Finnen. Wo ist die denn gelandet?
Die bashen sich hier alle gegenseitig weg. Auch schön. Aber hey, wir sind noch Platz 6. Das passt schon. Da ist sie. 3 Pilze. Ja. Oh, fährt gegen die Wand. Schade. Wow. Oh nein! Ja, das bringt mir auch nicht viel. Ein 5. Platz. Ja, ist okay. War ein Rennen, wo... dass man vergessen kann, dass man abhaken kann, was man sagen kann. Okay, es ist ein Rennen. Gut. Vergiss es einfach. Historisch gesehen, vergiss es einfach. Ja, historisch gesehen, vergiss es einfach. Der Tony ist nur auf 9 gelandet. Damit kommen wir zum letzten Rennen. Zum letzten Rennen des heutigen Tages. Und ja, das war doch eigentlich, aus meiner Sicht war das ein richtig, war es heute eine richtig aufregende Session. Ne? Also, aufregend im Sinne von... aufregend im Sinne von... nicht langweilig. Ne? Wenn wir überlegen, an Anfang des also an Anfang von Peach hatten wir diese Franzosen, die nervig waren. Jetzt haben wir eben, dass diese Finnen da gut dabei ist. Elena aus Frankreich. Ein herzlichen Gruß aus Deutschland. Aber ich glaube, bislang hat auch noch keiner die Videos gesehen, den ich gegrüßt habe. Ausgenommen natürlich die, die hier ihre Ehe mal dabei sind. Ich glaube sonst nicht. Das ist echt traurig. Warum grüße ich die dann erst? So. Ja, Tony Boy. Der wird wieder durchgereicht, ne? Es ist... ich glaube, der sollte auch gleich aufhören. Er sollte, glaube ich, auch gleich aufhören. Hat einfach viel Pech, muss man mal so sagen. So. Weißt du, da wirst du eigentlich von einem einzigen Item nur getroffen und dann hast du so viel Pech, dass das echt ganz mies läuft. So, kann man nicht alle benutzen, schade. Na, 3 Pilze. Okay, die fährt auch hier rüber. Aber wir haben es geschafft. Hihihi. Wir haben noch 3 Pilze, um ein bisschen den Vorsprung rauszuholen. Schöne Sache. Ja, Mario Galaxy wurde mal angekündigt vor einigen Monaten. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Ich glaube beim Newsletter von Nintendo. Das ist damals angekündigt worden für Februar 2017. Super Mario Galaxy 3 für die Wii U. Hätte ich mir auf jeden Fall geholt. Hätte ich vielleicht eventuell auch Let's Play, aber ich glaube eher nicht. Weil ich den zweiten Teil ja schon nicht Let's Played habe. Lag aber auch daran, dass ich den zweiten Teil nicht Let's Played habe, weil ich ihn privat nie durchgespielt habe. Lag einfach daran, dass ich die allerletzte Aufgabe des ganzen Spiels nicht geschafft habe. Ja, ich habe die letzte Aufgabe nicht geschafft. Es ist traurig, aber es ist wahr. Ich habe sie einfach nicht geschafft. Und ja... deswegen habe ich mich damals dann dagegen entschieden. Ich habe ja auch Super Mario Galaxy 1 gespielt, aber nicht die Mario Edition, sondern die Luigi Edition. Das heißt, ihr könnt dieses Let's Play euch natürlich angucken. Ich glaube, mittlerweile sollte mal ein Remake von mir jetzt kommen. Obwohl, ja, viele Spiele sollten mir ein Remake verdienen, aber... ja, nee, ich bin nicht so für Remakes. Ei, weißt du? Nein! Mann! Da fasel ich von Remakes was. Und muss doch eigentlich konzentriert fahren. Das ist doch alles wahr. Nein, du drängelst mich nicht weg. Du drängelst mich nicht weg. 2. Platz. Ein Rennen, was wir gewinnen mussten. Es musste eigentlich gewonnen werden. Und ich habe die Hupe vergessen, dass ich sie habe. Die finden nur auf 9. Ja, Elena hat so extremes Glück gehabt, dass wir die Hupe vergessen haben. Ist einfach so. Wir haben die vergessen und deswegen hat Elena gewonnen. So ist es einfach leider manchmal. Aber damit verabschiede ich mich meinerseits. Wir sehen uns dann zum nächsten Spiel, Fahrer wieder. Nächsten Spiel. Wir sind nicht bei FIFA. Beim nächsten Fahrer wieder. Wenn ihr wirklich schaltet ein, nämlich das wird Yoshi sein. Bis dann, ciao.